Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Heute wieder mal auf meiner Terrasse. Es ist ein wunderschöner Morgen. Die Sonne ist aufgegangen gerade. Es sieht eigentlich nicht nach Regen aus, wird eher etwas heiß werden heute. Ja, neuer Tag, neues Glück. Die Leute sind auch alle auf schon, bereiten alles vor für unsere Suppenküche. Da geht's heute weiter. Also der Anfang, muss ich gleich sagen, war schon mal ganz gut. Also eigentlich ein Erfolg. Die Suppe hat sich sehr gut verkauft. Und sie war auch sehr gut. Das sagen jetzt alle. Also ich meine, die näheren Verwandten wie die Goi und so. Und die sagen ihre ehrliche Meinung natürlich. Wenn da was nicht so, dann sagt man, hey, da musst du noch was ändern. Und hier musst du vielleicht noch anders machen. Aber nein, das war einfach eine sehr gute Suppe. Habe ich aber gleich auch gesagt, also wie ich, ja, für meinen Geschmack zumindest, aber wichtiger ist ja noch, was die Thais sagen, denn das sind ja die Hauptkunden, nicht? Da verliert sich wahrscheinlich kaum ein Verrang, vielleicht mal unser Nachbar oder so im Nachbardorf, dass der vorbeischaut, aber ansonsten ist das eine typisch thailändische Suppenküche hier für den Isan. Ja, jetzt kommen die kleinen Fliegen da, das ist immer so in der Regenzeit. Okay, Leute. Und wie gesagt, heute geht's lustig weiter und die sind alle begeistert. Das ist eigentlich die Begeisterung, die mir bis jetzt an den Leuten so, die ich vermisst habe, die mir gefehlt hat. Aber jetzt, man sieht, das noch machen und so und die sind alle voll dabei und es gefällt mir. Also, ja, die Thailänder, die thailändische Mentalität oder so, wie die denken, ist nicht immer leicht für einen Verrang, das zu verstehen. Also, die haben da ein ganz anderes System anscheinend, eine ganz andere Denkweise, aber es klappt dann im Endeffekt immer. Und so auch jetzt mit der, ja, mit diesem Projekt Suppenküche da. Also, es sieht gut aus und wenn sich die daran halten, dann kann es was werden, Leute. Da bin ich zuversichtlich. Und ist ja auch gut so, ne? Okay, dann, wie gesagt, heute geht's ja lustig weiter. Da haben wir auch noch anderes vor mit meiner Frau, aber die Pet und der Kang sind auf jeden Fall den ganzen Tag dort und verkaufen dann auch wieder ihre Tees und was da sonst noch angeboten wird und verschiedene andere Sachen. Und meine Frau wird dann auch mit ihrem Clip-Up dann kommen und diese Pakmo und was auch noch immer, also das wird mehr werden, aber das, der Hauptverkauf bleibt dann doch die Suppe. Also diese, ja. Und das ist eigentlich also fast immer dieselbe Suppe, diese Nudelsuppen, gut, verschiedene Variationen, aber immer derselbe Topf und immer dieselben Zutaten fast. Man kann da variieren zwischen, man kann zum Beispiel fünf Sorten Nudeln, die man sich aussuchen kann. Und jeder nach seinem Geschmack oder es gibt ja drei Arten, habe ich schon gesagt, von der ganz normalen bis mit etwas mehr Zutaten und dann noch diese andere, wo keine Nudeln reinkommen, da wird nur das Fleisch und das Wasser verkauft zum Mitnehmen, also die Suppe eigentlich nicht das Wasser, das, die Flüssigkeit, sage ich jetzt mal. Und die ist am teuersten, das kostet 50 Baht und das kaufen die Leute um sich das mitzunehmen nach Hause und essen das dann mit Reis, nicht? Da kommt also keine Nudeln, das wird mit Reis gegessen. Ja, aber, ja, was soll man da sagen? Es läuft bis jetzt zumindest super, hätte ich nicht gedacht. Und ich als Verrang werde mich auch in Zukunft eher zurückhalten mit meinen Ideen. Gut, ich werde immer wieder mal, wenn ich sage, hey, das könnte man besser machen, werde ich schon meinen Senf dazugeben. Aber das, man muss das halt so rüberbringen, dass es nicht als Kritik gesehen wird, nicht? Und das ist ja auch nicht, ich bin eigentlich hier, um irgendwie als Besserwisser oder Klugscheißer oder weiß der Geier was, ne? Aber gestern zum Beispiel mit dem Feuer, aber das haben die auch eingesehen. Die haben ja praktisch den Suppentopf auf den Holzkohlegriller da getan. Und das ist halt die Flamme dann doch nicht so und das hat dann nicht richtig funktioniert. Und dann kommen die noch mit Holz und wollen da feuern auf dem Grill. Und das ist ja die Fläche, da braucht ja mehr Luft, nicht? Und das haben die dann mit Gas gemacht. Und heute machen wir das ganz anders. Ich habe das mit dem Kang schon besprochen. Da tut man ein paar Ziegelsteine einfach und dann den Topf drauf. Und da kann man richtig Feuer machen, so wie die das machen im Außenbereich. Kann dann die Äste so immer reinschieben und die brennen dann schön langsam ab. Und da hat das Feuer kann da brennen. Das ist der Sauerstoff, die Sauerzu...
Stoffzufuhr ist anders. Und wenn man nicht so viel Flamme haben will, zieht man das Holz einfach ein bisschen raus und das funktioniert wunderbar, habe ich bei anderen gesehen. Und so machen wir das jetzt auch. Also das war noch so ein bisschen, was uns gestern dann immer wieder das, mit dem Feuer hat uns da ein bisschen gestört. Aber gut, den ersten Tag kann nicht alles glatt laufen, aber soweit war das auch okay. Die konnten ihre Suppen trotzdem kochen und wir haben damit Gas nachgeholfen und so, das ging. So, aber ein offenes Feuer mit Holz ist natürlich immer, ja, ich mag das einfach, für mich ist das auch irgendwie, ja, ein bisschen mal was anderes. Mit Gas kann ja jeder kochen, auf offenem Feuer, das ist dann schon, aber hier im Isan ist das gang und gäbe, die Leute machen das auch, um einfach Gas zu sparen, weil das Gas ist ja auch, so eine Flaschenfüllung kostet ja auch um die, je nachdem, man kann für 300 Baht reintun oder auch für 400. Ich weiß nicht, für 500 glaube ich nicht, denn da wäre der Druck dann schon zu hoch. So Leute, und wie gesagt, also heute auch ein Tag mit voller Beschäftigung, für mich nicht so. Ich bin da eher so ein Zaungast oder gut, ich bin ja auch dabei und esse da auch meine Suppe und so. Aber es ist schon, für mich ist das jedenfalls interessant, wie das Ganze so funktioniert, wie das so abgeht. Bis jetzt kenne ich die Suppenküchen immer nur von außen oder als Gast, dass man da hingeht, sich hinsetzt und essen tut. Jetzt sehe ich mal, kann ich auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie das Ganze so abläuft. Okay, ja. Und dann den fünften wichtiger Termin hat der Kang, die Führerscheinprüfung, ja. Und zwar nicht in Surin, da hätte es zu lange gedauert, bis er drankommt. Wir müssen jetzt nach Prasad fahren, also die andere Richtung, ein bisschen weiter, aber gut. Und das ist jetzt so in Thailand, erstmal die theoretische Prüfung und wenn er die genommen hat, am selben Tag macht er dann auch die praktische. Und mit der theoretischen Prüfung, da hapert es ein bisschen, glaube ich. Der hat mir ja jetzt gesagt, beim Motorrad, vor Jahren hat es fürs Motorrad gemacht und da hat er fünfmal, ist er durchgesegelt bei der schriftlichen Prüfung. Bei der praktischen hat er natürlich gleich genommen. Jeder kann vom Motorrad fahren, aber mit diesen Fragen da und so, ja, schauen wir mal jetzt, wie das bei ihm läuft. Aber ist ja nicht schlimm, die müssen ja eigentlich gar nichts zahlen. Die Prüfung ist kostenlos. Was der zahlen muss, wenn er den Führerschein kriegt, dann zahlt er eine Gebühr für den Führerschein. Also wenn der jetzt sich bei der Prüfung anmeldet und das nicht schafft, ist das eigentlich, müssen die nichts zahlen. Ist eigentlich nur deine Zeit, die da verloren geht. Aber ja, das ist schon, ja. Gut, und schauen wir mal, ich hoffe, ich habe ihm gesagt, hey, soll ein bisschen da lernen, soll sich im Internet schlau machen. Man kann sich ja diese Fragebögen auch, glaube ich, runterladen. Und es geht alles auf Thailändisch. Und werde ihm noch ein paar, mit ihm noch mal rausfahren, auch mit dem Auto, mal sehen, mit was für einem Auto er auch Prüfung machen will. Das steht ihm offen. Er kann mit meinem fahren. Er kann auch mit seinem oder im schlimmsten Fall nehmen wir das von der Koi. Das ist halt kleinere Limousine, auch Automatik und das wäre am leichtesten. Aber das liegt an ihm. Das liegt an ihm, wie er das machen will. So, Leute. Und ansonsten ein Tag wie der andere. Sehr schönes Wetter. Wenn ich hier so in die Reisfelder schaue, jetzt alles grün, alles gereiht. Unser Reis da hinten, ja, ist auch schön langsam. Sieht man da eine grüne Fläche, noch nicht so wie beim Nachbarn. Aber das wächst. Das wächst wirklich ganz schnell bei diesem Wetter. Und wenn das so bleibt, kann man schon jetzt sagen, dass es eine gute Reisernte geben wird. Aber da ist noch einiges. In manchen Jahren weiß man ja, da kommt dann wieder mal kleine Dürre. Und dann diejenigen, die einen Teich daneben haben und so und Wasser in die Felder pumpen können, für die ist das okay. Und die anderen haben halt Pech gehabt. Ne? So ist es nun mal. Also bei uns zumindest dieser Reihe hier neben dem Haus, da haben wir die Pumpe. Und wenn es da knapp werden sollte, dann können wir halt Wasser reinpumpen in das Reisfeld hier. Die anderen da hinten wird schwieriger. Können wir dann eventuell versuchen aus unserem Teich und das nach hinten zu pumpen, aber da braucht man lange Schläuche und schauen wir mal. Okay. So Leute, dann Kaffee habe ich noch keinen getrunken. Ich habe auch keinen, ehrlich gesagt, der ist wieder mal alle. Mal halt Wasser. Kokosnüsse habe ich auch keine mehr. Ich habe vergessen, die von der Pannerei abzuholen.
werde ich aber heute machen. Und dann gibt es wieder halt eine Kokosnussmilch, also das Wasser von der Kokosnuss und ein, zwei Bananen in der Früh, so das erste Frühstück, das ist immer dann ganz okay. So, also dann, ich sehe gerade, die Kinder sind schon draußen, die bereiten sich jetzt erst zur Schule vor für die Schule, dann werden die Kleinen zur Schule gefahren und dann geht es schon los mit der Suppenküche. Also, bis jetzt jedenfalls, es sieht alles sehr gut aus, Laden läuft und ist immer noch aufbaufähig, klar, da kann man noch verschiedene andere Sachen verkaufen und die Eilert kommt dann auch mit ihren, was sie da macht und verkauft die da oder gibt sie zum Verkaufen. Und ja, so ein kleiner Straßenverkauf hat schon Potenzial, also dass man nicht nur jetzt die Suppe, den Gewinn von der Suppe rechnet, sondern verschiedene andere Sachen, die man da auch verkaufen kann und ich glaube schon, dass sich das Geschäft für die Pet und für den Kang lohnt. Die haben ja so ausgemacht, erstmal alle zusammen, aber wenn es dann nicht so, dann geht halt der Kang doch zu seinem Grab da, Essen ausfahren, dass er noch einen zusätzlichen Job hat, da kommen wir ja auch nochmal. Dann, ja, was man halt so in Thailand verdient, wahrscheinlich um die 10.000. Baht kommt auch nochmal rein, mehr ist da wahrscheinlich, viel mehr ist da nicht drin und deshalb sage ich, wenn das Geschäft hier laufen sollte, muss er das nicht machen. Dann holt er sich das Geld hier und ist mit der Familie zusammen und auf eine bessere Art, auf eine leichtere Art. Ne? Aber ich rede Ihnen nicht dazwischen, also wie Sie das machen wollen und wie Sie das... Das freut mich aber, dass Sie fleißig sind und dass die das können. Deshalb tue ich auch immer wieder mal ein bisschen unterstützen, auch mit dem Auto und so. Ich meine nicht viel, kann ich auch nicht, wir sind nicht reich, aber wo da Not am Mann ist, machen wir dann schon. Also helfen wir ein bisschen nach, auch mit dem Auto und was dann so noch. Okay, kommt irgendjemand, wenn die Hunde anschlagen, so früh am Morgen schon. Ja, wahrscheinlich kommt einer und so, schaut nach seinen Reisfeldern hier, machen die öfters. Die sind ja auch begeistert, wenn die sehen, dass der Reis... dass da alles richtig gedeiht. Ja, unser Mankut, dem geht es sehr gut. Allerdings hat uns der Tierarzt wieder versetzt. Der konnte wieder nicht kommen. Also, ja, das ist halt so gut, dass es dem Hund gut geht. Sonst hätte ich die Krise gekriegt. Nicht? Das erste Mal konnte er nicht kommen. Das zweite Mal konnte er jetzt auch nicht. Das erste Mal hat es geregnet. Das zweite Mal, was weiß ich, was da war. Und ja... Es wäre schon gut, wenn er zumindest die Spritze da, dass er keine Infektion macht, dass der Mankut das noch gibt. Aber dem Hund geht's gut, er ist wieder der Alte, er frisst, er springt herum und ich glaube, er hat's überstanden, er ist über den Berg. Und das freut uns natürlich alle, weil unser Mankut ist ja, wie ich schon sagte, ein ganz lieber Hund. Also ja, aber eigentlich, ich mag meine Hunde alle, jeder Hund hat seinen eigenen Charakter irgendwie und ja, und die sind halt frei, Leute. Das ist halt ein bisschen gefährlich, ihr Leben, was sie da führen, aber dafür sind sie frei. Die können in den Reisfeldern hinlaufen, die können gehen, wohin sie wollen, die kommen, wenn sie hungrig sind und die meiste Zeit verbringen sie schon hier. Und so ist das. Also ein schönes Leben. Dann raufen die auch manchmal. Ja, ich sehe gerade, der Kang kommt da und tut jetzt das Auto beladen und dann geht's auch schon los, ja. Okay, Leute, also genug gequatscht für heute. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dann euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.